So, Sie sind in der Vorlesung Computergrafik und das ist hier ein Quelltext von Björn. Ganz interessant, dieser Raytracer hier, der produziert ständig neue Bilder mit neuen Parametern. Auf diese Weise haben wir praktisch ein animiertes Raytracing. Gar nicht mal so übel, ne? Wenn man sich mal fragt, wie kann man das machen? Ja, das ist im Grunde so, wenn man zusammenschmeißt, was wir in Programmieren 1 und Programmieren 2 und so gemacht haben, dann hat man so Objekte wie einen linearen Interpolator und damit kann man Parameter interpolieren, die dann ganz schrittweise zwischen den gewünschten Werten ablaufen und damit können wir ja wieder Dinge steuern. Wir können dann zum Beispiel steuern, wo ein Licht herkommt oder wo ein Objekt sich befindet oder die Kamera. Und dann haben wir animiertes Raytracing. Gefällt mir gut, ne? Gefällt mir gut. So, ich will nicht verhehlen, also dieser Code und auch andere, die ich von Ihnen geschickt bekommen habe, haben ein paar Schwächen. Und zwar sind da Dinge ein bisschen sehr kompliziert manchmal gelöst, ein bisschen umständlich, ein bisschen sehr viele Properties, manche auch, die man nicht unbedingt braucht, die dann auch, wo dann auch mal Fehler oder doppelte Berechnungen auftreten. Und um mir da nochmal so ein bisschen mehr Klarheit zu geben, was geht eigentlich genau ab beim Raytracing? Wer spricht da mit wem und wie kriege ich da einen optimalen Dialog hin? Zusammen mit ein paar wichtigen versteckten Programmiertipps. Deswegen empfehle ich Ihnen jetzt die Folien Raytracing als Drama. Die lade ich Ihnen gleich hoch. Raytracing als Drama. Gehen Sie das mal durch und machen sich mal Ihre Gedanken dazu und gehen Ihr Programm mal da mit Raytracing als Drama durch. Es geht um die Idee, dass Sie die Objekte in Ihrem Programm ernster nehmen als Charaktere, als Ideen, die eine eigene Perspektive auf die Sache mitbringen und sich abgrenzen von anderen Ideen, mit denen Sie dann aber kommunizieren. Das Drama, das ist eine Erzählung in verteilten Sprechrollen. Nicht anders als Epik, wo ein Erzähler etwas erzählt, hat man beim Drama verteilte Sprechrollen. Viel Spaß mit dem Raytracer als Drama und ich freue mich über weitere Einsendungen und vor allen Dingen fragen Sie mich was. Ich versuche das zu beantworten. Wer schon was von mir zurückgeschickt bekommen hat und damit nicht weiterkommt, einfach nochmal schicken. Ich helfe dann nochmal wieder. Ich will nur nicht zu viel helfen. Ich will das nicht immer gleich für Sie fertig machen. Dann nehme ich Ihnen auch ein bisschen den Spaß an der Sache, ne? Denn das, was man selbst herausgefunden hat und wo man selbst sich durchgefummelt hat, das versteht man auch am besten. Das vergisst man auch nicht wieder. Ne? So, stecken Sie sich nicht an, bleiben Sie gesund, bleiben Sie zu Hause und fröhlich. Gehen Sie nach draußen, gehen Sie in die Sonne, aber möglichst einzeln. Ne? Das Virus ist halt schon ein bisschen gefährlich. Okay, wir sehen uns. Ich freue mich auf Ihr Feedback. Und gucken sich die Folien an. Raytracing als Drama.